Mein Name ist Moritz Hessel, ich bin 29 Jahre alt, zweimaliger Spiegel-Bestseller-Autor und Hedgefondsmanager und wie ich es in 6 Jahren von 4.000 Euro auf 1,8 Millionen Euro geschafft habe, zeige ich euch in diesem Video, denn das ist meine Geschichte. Sie haben mit Florian Homm zusammengearbeitet, wurden sehr erfolgreich. Moritz und ich haben über 4 Jahre intensiv zusammengearbeitet, er hat die krasseste Lernschule. Und heute habe ich dabei Moritz Hessel, meinen super guten Bekannten, hat 5 Jahre mit mir intensiv gearbeitet und gelernt. Aber du stehst ja jetzt quasi da schon auch durch deine Investment in Folge heraus. Moritz ist letztlich auch aus meiner Sicht auch das lebende Beispiel dafür, dass man sich das wirklich verinnerlichen kann, dieses Wissen. Er hat sich in 3 Jahren zum Vermögensmillionär und einem gesunden sechsstelligen Earner aufgebaut. Herr Hessel, Sie sind ja sehr erfolgreich als Investor. Doch, beginnen wir von vorne. Ich muss dazu sagen, mein Vater ist aus der DDR geflohen, deswegen habe ich von Anfang an gewusst, wie es ist, etwas von Null aufzubauen und erfolgreich zu werden. Doch leider war auch mein Weg nicht einfach, denn ich war ein sehr schlechter Schüler und das Schulsystem war überhaupt nicht für mich ausgelegt, weshalb ich noch vor 10 Jahren eine Ausbildung im Einzelhandel gemacht habe. Aufgewachsen bin ich in Waldshutingen, das ist in der Nähe von nirgendwo, und meine Kindheit verlief relativ normal. Die ersten Jahre habe ich extrem stark gestottert, was den Alltag natürlich beeinflusst hat. Und als ich dann in die Grundschule kam und das erste Mal in so einem geschlossenen System war, hatte ich wirklich starke Anpassungsschwierigkeiten. Wie ihr in meinem Zeugnis sehen könnt, war mein einzig positiver Beitrag, dass ich mich um die Pflanzen im Klassenzimmer gekümmert habe. Mit viel Hängen und Würgen habe ich dann die Versetzung in die Realschule geschafft, doch da wurde es wirklich nicht besser und für mich begann eigentlich ein Albtraum. Ich wollte ein ganz normales Leben führen, Fußball spielen und bin einfach gar nicht zurechtgekommen. Was dazu geführt hat, dass ich dann leider auch ein sehr schlechtes Abschlusszeugnis hatte. Aber gegen Ende der Realschulzeit habe ich mich das erste Mal beschäftigt mit anderen erfolgreichen Persönlichkeiten. Ja, also was mich wirklich geprägt hat, war die Biografie von Lance Armstrong, der den Krebs besiegt hat und hinterher 7-mal die Tour de France gewonnen hat, was in mir einfach so den Anreiz geweckt hat, hey, man kann wirklich alles schaffen, egal wie groß die Widerstände sind. Und danach habe ich eine Ausbildung im Einzelhandel begonnen, in einem Textil-Modeunternehmen. Und da war ich sehr motiviert, habe an vielen Tagen Umsätze über 10.000 Euro erwirtschaftet, habe aber leider sehr wenig verdient, ja ein paar hundert Euro im Monat in der Ausbildung, obwohl ich damals als 16-, 17-Jähriger quasi von 9 Uhr morgens bis 19, 20 Uhr abends gearbeitet hat. Und was mir wirklich sehr stark in Erinnerung geblieben ist, dass ich am Ende der Ausbildung, wo ich eigentlich wusste, dass ich mein Abitur nachholen will, aber noch ein paar Monate überbrücken musste, ein Personalgespräch geführt hat, wo mir dann für eine Vollzeitanstellung 1.600, 700 Euro monatlich offeriert worden. Und ich daraufhin erwidert habe, dass es vielleicht ein bisschen wenig Geld ist für den Einsatz, den ich da bringe. Und als es dann hieß, man kann auch die letzten paar Tage des Monats mal Nudeln essen, wusste ich wirklich, hey, das ist nicht das Leben, was ich führen will. Nach dem Gespräch mit der Ausbilderin habe ich schnell gemerkt, ich muss mein Leben in die eigenen Hände nehmen. Niemand wird mir irgendwas schenken und gute Arbeit wird auch nicht immer honoriert. Also habe ich mich mit diversen Möglichkeiten beschäftigt, Geld zu verdienen. Und der Aktienmarkt hat mich von Anfang an fasziniert. Ich habe meine ersten Bücher gelesen, habe direkt zu meinem 18. Geburtstag mein Depot eröffnet und gestartet. Doch ich habe gemerkt, mit den finanziellen Mitteln, die mir zur Verfügung stehen, werde ich keine großen Sprünge machen. Deshalb wusste ich, ich muss weitermachen und habe mein Abitur nachgeholt innerhalb von 2 statt 3 Jahren. Und ich hatte ein klares Ziel vor Augen, nun lief alles besser. Ich hatte mich beworben für ein duales Studium im Bankenvertrieb für einen Versicherer, weil ich dort einfach die Perspektive hatte, neben dem Studium bereits eigene Gebiete zu führen, Produkte zu verkaufen, und habe bereits während des Studiums große Verantwortung übernommen und mehrere 1.000 Euro im Monat verdient. Doch ich konnte mich nicht 100% mit den Produkten identifizieren, weil ich nur hauseigene Produkte verkaufen konnte. Und je tiefer ich in die Börsenwelt eingetaucht bin, umso mehr wusste ich, ich muss mein eigenes Ding machen. Eines der Bücher, was ich sehr früh gelesen habe, war von dem Hedgefondsmanager Florian Homm. Und es hat mich einfach sehr beeindruckt. Es war der einzige deutsche Fondsmanager, der mit internationalen Größen wie Peter Lynch und 3D Porn gearbeitet hat. Also Peter Lynch, der erfolgreichste Fondsmanager aller Zeiten. Und was mich noch viel mehr fasziniert hat, ich habe einen anderen Ansatz kennengelernt. Davor war alles long only, buy and hold. Und ich habe einfach gemerkt, okay, ich möchte nicht immer darauf hoffen, dass der Markt steigt und wie sich der Markt entwickelt. Und habe einfach recht schnell gemerkt, es ist wie an einem Piano, es gibt schwarze und weiße Tasten. Und wieso soll ich denn nur die schwarzen Tasten spielen? Und
habe dann versucht, mit Florian Homme in Kontakt zu kommen, habe ihm sehr viele E-Mails geschrieben, hatte da aber leider keinen Erfolg. Und dann hatte ich ihn bei einer Veranstaltung in Freiburg getroffen, bin da hingefahren, damals mit meiner Freundin, und habe Florian damals 3 Aktien gepitcht. Einfach so aus dem Kalten heraus 3 Aktien vorgestellt. Und es scheint ihm wohl gefallen zu haben. Deswegen hatten wir die Kontaktdaten ausgetauscht und ich hatte dann während des Studiums begonnen, für Florian zu arbeiten, was eigentlich der Wendepunkt in meinem Leben war. Die Zeit mit Florian war für mich wirklich absolut prägend. Wir haben jeden Tag bis in die Morgenstunden gearbeitet, ja, teilweise bis 4, 5 Uhr morgens und am nächsten Tag dasselbe. Ich habe monatelang mit ihm zusammen gewohnt. Und laut eigener Aussage hat er keinen Menti so unter seiner Fittiche genommen und so intensiv gearbeitet wie mit mir. Und dafür werde ich ihm auch ein Leben lang extrem dankbar sein. In diesen 6 Jahren, mit denen ich mit Florian Homme zusammengearbeitet habe, habe ich das Unternehmertum von der Pike aufgelernt. Von einem der ehemals reichsten Deutschen. Ich habe viele Aufgaben hauptverantwortlich übernommen und hatte das große Privileg, in ein Netzwerk einzutauchen aus anderen internationalen Star-Hedgefonds-Managern, für die ich auch Aufgaben im Portfolio-Management und Advisory übernehmen durfte. Das war meine Reise bis hierhin. Doch man muss ehrlich sein, in so kurzer Zeit, mit so wenig Startkapital, ein solches Vermögen an der Börse zu verdienen, ist eigentlich unmöglich. Selbst wenn ich alle 3 Jahre mein Geld verdoppel, was einer jährlichen Rendite von 26% entspricht und was gerade einmal die besten Hedgefondsmanager aller Zeiten schaffen, brauche ich viele Jahre, um auf eine solche Summe zu kommen. Es waren auch viel Provisionen und Gehalt dabei. Deshalb mein Tipp an alle, die noch auf der Suche sind: Es gibt tausende Unternehmer da draußen, die jeden Tag vor großen Herausforderungen stehen. Das müssen nicht unbedingt bekannte Persönlichkeiten von YouTube sein. Es kann jede Person sein, die euch inspiriert oder auch vor der großen Herausforderung der Nachfolgeregelung stehen. Man muss nicht immer selber gründen. Es gibt beispielsweise eine Person, die Spotify gegründet hat. Es gibt aber Hunderte, die in diesem Kosmos Millionäre geworden sind. Man muss nur von Anfang an dabei sein. Man muss Opfer und Leidensbereitschaft bringen. Ich habe die ersten 10 Monate umsonst gearbeitet und viele Jahre auf einiges verzichtet. Doch Florian hat mir eines gelernt. Um in kurzer Zeit ein Vermögen an der Börse zu verdienen, geht es darum, wie ein Trüffelschwein Optionalitäten ausfindig zu machen. Optionalitäten sind Unternehmen, die sich in kurzer Zeit durch einen Auslöser im Kurs vervielfachen können. Einige meiner besten Trades, mit denen ich teilweise auch mit erheblichem Fremdkapital gearbeitet habe, die sogenannte Margin, haben dazu beigetragen, einige 100.000 € in kurzer Zeit damit zu verdienen. Mein bestes Investment war beispielsweise 1.800% in einer Biotech-Firma. Doch auch auf der Short-Seite waren einige Unternehmen dabei, die komplett von den Kurszetteln verschwunden sind, wie Sirius Minerals, oder teilweise 90% in Wert gefallen sind, wie China Evergrande, Triumph Group und weitere. Doch das ist nur die eine Seite. Als Hedgefondsmanager geht es um was ganz anderes. Während sich der Long-Only-Investor fragt, wie viel kann ich bei einer Investition verdienen, fragt sich der Long-Short-Investor, was ist mein maximales Risiko? Wie viel kann ich verlieren? Durch diese Herangehensweise entsteht ein ganz anderes Investitions-Mindset. Das Credo ist es, Verluste zu vermeiden. Egal, ob der Markt steigt, fällt oder seitwärts läuft. Es geht darum, in jeder Marktphase eine positive Rendite nach Inflation zu erzielen. Denn von realen Verlusten kann sich niemand was kaufen. Daher suche ich nach Unternehmen mit extrem hohen Markteintrittsbarrieren, die es schaffen, über einen sehr, sehr langen Zeitraum hohe Kapitalrenditen zu erwirtschaften und zu reinvestieren. Denn so entsteht über die Jahre Multibagger-Aktien, also Aktien, die sich im Kurs vervielfachen können. Auf der anderen Seite shorte ich Unternehmen, die entweder betrügerische Absichten haben, massiv überbewertet sind oder die nächsten 10 Jahre des disruptiven Wandels nicht überleben werden. Börse ist mein Leben und da ich jeden Tag von morgens bis abends an der Börse aktiv bin, sind in den letzten Jahren immer mehr Leute auf mich zugekommen, die gefragt haben, ob ich auch ihr Geld verwalten kann, weshalb ich dieses Jahr mit einem Analystenteam einen eigenen Long Short Fund gegründet habe. Ich möchte euch auf diese Reise mitnehmen. Ich will transparent unseren Research aufzeigen, unsere Kommunikation. Ich möchte euch auch mitnehmen auf Sachen, die gut laufen, aber auch auf Sachen, die vielleicht mal nicht so gut laufen. Es geht darum, dass ihr mich bei dieser Reise begleitet. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und ich konnte den einen oder anderen inspirieren. Wenn ihr mich bei meiner Reise weiterhin begleiten wollt, abonniert den Kanal. Bis bald, euer Moritz Hesse.